Jetzt. Herzlich willkommen zurück hier zur zweiten Folge Simutrans im Multiplayer mit dem guten, alten, 3 Stunden gealterten Ramagani im Gegensatz zur letzten Folge. Hallo. Hallihallo. Finde ich ein bisschen dreist, dass der Opa zockt zu mir Alter sagt. Ne? Tja, so ist es. Ja, dreist. Damit musst du rechnen. Ich habe mit allem gerechnet in meinem Leben, aber nicht mit dir. So, mal schnell so. Hier die neue Linie mal machen. In der Zeit, wo Ramagani hier am Quatschen ist, sind wir hier produktiv. Kann der Ramagani auch mal sein Passwort hier eingeben, glaube ich. Altenau nach Altenau. Hat er schon eingegeben. Aber man sieht, der Ramagani ist halt schon deutlich weiter als ich. Und ja. Ich bin ja auch schon. Einfach mal aufs Alter. Ich bin ja einfach auch schon was länger. Ich muss das Ding hier hinbauen. Ich bin auch schon was länger bei Simutrans dabei, ne? Also das muss man auch mal dazu sagen, ne? Oh, jetzt starte ich das Ding von hier unten. Bin ich auch ziemlich blöd. Ja. Na, so. Egal. Post haben wir. Genau. Okay. Ich war mit der Buslinie hier noch beschäftigt. Die habe ich ganz vergessen. Und was hat er noch vergessen? Hoffentlich ganz viel. Nee, seine Stoppuhr. Achso, na gut. Ja, das ist seit 500 Folgen von irgendwas, mein Running Gag. Nee, so viele Sachen habe ich noch gar nicht auf dem Kanal. Aber ich vergesse die halt immer. Ja gut, bei mir ist halt, ich bin dafür bekannt, ich kündige 20 Minuten Folgen an. Ich habe, glaube ich, in mittlerweile über 400 Videos ein oder zwei Videos, wo ich nicht überzogen habe. Jetzt muss ich mal gucken, ja. Wenn das richtig ausbalanciert ist, darf ich keinen 70er Bus in der Stadt nehmen. Muss ich hier den kleinen nehmen. Jetzt gucken wir uns nochmal an hier die freie Kapazität. Okay, jetzt ist das rote weg. 100% fahren. Okay. Also jetzt haben wir das angeschlossen. Ja, machen wir so. Meran, Berka, Altenau. Und jetzt könnten wir hierüber noch nach Trostberg gehen. Oder wir machen die ganzen. Ups, jetzt habe ich sehr. Wir machen gar nichts. Du machst da drüben, ich mach hier. Ja, ich und meine Zuschauer, wir machen das ja mal alles zusammen. Ja. Genau, von da nach Trostberg. Und dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man hier nicht den ersten Übergabebahnhof einrichtet. Das war halt schon mal. So, Post läuft. Du hast ja schon 2, 4, 6. Du hast schon 6 steht angeschlossen. Ich habe 3. Ja, und ich glaube, ich habe eine mehr als du bei mir auf der Seite, ne? 2, 4, 6, 8, 10. Ja, ich habe 11, du hast 9. Genau, hast du 2 mehr. Da musst du ja, so genau, ein bisschen 2, mehr Gas geben. 2 mehr. So, ich nehme jetzt Trostberg, aber dafür habe ich, glaube ich, die. Ach, genau, hier, warte mal. Listenverwaltung, Name, Einwohner, Wachstum. So. Das Wachstum von Wildeshausen ist bei 136. Oh, komm, man sieht auch gar nicht so schlecht aus. Mann geschlossen. Nee, so ist schon mal gar nicht. So wollen wir das machen. Ach, Wildeshausen ist bei dir, ne? Nee, Wildeshausen ist bei mir. Hamburg. Ah. Hamburg, Hahn, Kehl, Hahn. Hinzufügen. Mach mal Wildeshausen. Ja, das ist jetzt wieder Kassier. Das ist die größte Stadt hier. Einfügen. Die größte ist bei dir drüben. Das habe ich, bevor wir das Let's Play angefangen haben, habe ich das schon aus. Das ist die größte Stadt und Wildeshausen ist die zweitgrößte Stadt. Dann soll ich vielleicht erstmal von hier aus nach Trostberg und von Trostberg aus nach Rösrath. Gerade ist mir zu groß. Boah, 264 ohne Route. Ja, es ist auch noch nicht alles angeschlossen. Also richtig knallen wird es natürlich, wenn wir die erste Verknüpfung danach machen, ne? Ja, dann geht's rund. So. Jetzt muss ich meine Linie nochmal checken. Hamburg, Hahn, Kehl, Hahn, Hamburg. Dann haben wir die obere Ecke weg. Sassenberg, Putlitz, Fresack, Putlitz, Sassenberg, Hamburg. Okay. Passt. Dann fahr du mal. Dann gucken wir mal die Finanzen. Boah, da kann ich ja noch 6 Monate überleben, locker. Der Zug hat schon die ersten Einnahmen verbucht.
Wie sieht denn das bei dir aus, wenn du jetzt mal auf Monate gehst und machst mal einen Betriebsgewinn? Also wie viel prozentualen prozentuale Marge hast du denn? Minus 1700, aber das ist ja auch Februar, ne? Erster Monat, das darfst du ja nicht dazu zählen. Ja, weil die, doch, das Problem ist in der ersten Monat. Eben nicht. Der erste Monat, da ist die Instandhaltung nämlich noch gar nicht da. Das wollte ich mich gerade noch erwähnen. Deswegen, der erste Monat ist sowas von uninteressant. Ich bin jetzt bei Sie. Ich habe Betriebskosten von 5600 und Einnahmen von 750. Und das ohne Betriebskosten. Was ist denn, Alter, hast du gescheatet? Wieso? Wieso hat ein Wildeshausen Wachstum? Achso, der erste Monat. Boah. Ein Wachstum von 100, heftig, ne? 136. Ja, ist ja erster Monat. Da ist ja noch das Gründungswachstum drin. Ich denke, der cheatet hier. Oh. Ja. Das so, jetzt ist, oh. Jetzt ist die Frage. Jetzt bin ich erstmal nicht mehr synchron. Ja, das kennen wir leider Gottes schon. Ja, genau. Und dabei ist es tief in der Nacht. Ich weiß nicht, wie spät ist das jetzt? Oh, ja, okay. Tief noch nicht. Früh am Morgen, sag es so. Genau. Gleich mal einen Kaffee aufsetzen. Ja, wenn du zur Küche gehst, dann bring du mal ein paar Brötchen mit. Ein paar was? Brötchen. Brötchen gibt's bei mir nicht. Ah, verdammt. Mein Frühstück ist Kaffee und eine Zigarette. In Hamburg hat das auch einen Namen. Kann ja einer in die Kommentare schreiben, wenn einer weiß, wie das heißt. Ich weiß nicht, ob du den Spruch auch kennst. In Hamburg? Ja, also in Hamburg sagen wir das so. Ich weiß nicht, ob das woanders auch noch so... Ich denke ja, aber gibt's bestimmt der ein oder andere, was eine Zigarette und Kaffee für ein Frühstück ist. Ach so, ja. Ja. Das hast du ja synchronisiert. So, komm. Wie viele Stäbchen hast du denn schon mal angeschlossen? 1, 2, 3 und 2 Touristenattraktionen. Ich guck mal hier. Auf jeden Fall. Lass mich bauen. Ich werde mal hier oben. Ich glaube, ich ziehe gleich schon wieder raus. Weil ich kann nicht bauen. Ah! Genau ein Feld habe ich dort oben, wo ich eine Eisenbahn rüberbauen könnte, wo ich noch ein bisschen aufschütten müsste, damit ich die Grenze nicht überschreite. Also 750 ist die Grenze. In der West-Ost-Achse. Oh, nichts mehr synchron. Du darfst mit Terraform halt einfach nicht übertreiben, ne? Und du darfst nicht zu große Streckenstücke mit einem Mal bauen. Ja, das waren jetzt vielleicht 10 Felder, die ich bauen wollte, eigentlich. Aber wahrscheinlich dazu gerade zeitgleich Terraforming betrieben. Und nee, ich habe gar nichts, ich mach gerade gar nichts. Ich lasse gerade nur das Spiel ein bisschen laufen, weil ich erstmal gucken will, wie das mit meiner Eisenbahn da läuft. Deswegen, bei mir gibt das heute erstmal ein bisschen gucken. 21. Boah, aber der erste Monat ist immer uninteressant, das ist. Interessiert mich eigentlich nicht. Ja, mal gucken, ob wir diese Folge noch den ersten Monat rumkriegen. Aber wir haben ja, wie gesagt, die Bits auf 22, das soll schon ein langes Let's Play werden. Richtig, es soll ja nicht gleich von Anfang an alles hier. Ich guck mal auf mein Linienfenster hier. Oh, hier komme ich gerade noch so hoch ohne Terraforming. Ah, da fährt er jetzt momentan noch leer. Geh mal in die Details. Ja, Speedbonus wird natürlich voll ausgeschöpft bei 160er Gleisen. Boah, hast du gleich die dicken Dinger da benutzt? Ja, 130, ey. So, und ich würde sagen, wir leiden. Hast du mal gesehen, wo der Speedbonus hängt hier? Der hängt bei der Schiene bei 83. So, Trostberg. Warum ist der Speedbonus 84 hängt da? Neue Linie von Trostberg zum Berger Leuchtturm. Es gibt gar keinen Speedbonus. Es gibt keinen Speedbonus in dem Packset. Was? Es gibt keinen Speedbonus in dem Packset. Okay. Also hätte ich mir das eigentlich auch sparen können. Finde ich aber gut. Ich mag Speedbonus nämlich nicht. Aber trotzdem, ja. Die Eisenbahn ist ja nicht so teuer, dass ich da jetzt sagen müsste, dass ich das irgendwie bereuen müsste. Oster. Oh, Alter, ich habe hier immer noch diese Mücken rumfliegen, die ich in der ersten Folge schon da hatte. Ich kann mal hin, ich bin denn. Verdammt. Bin ich bestimmt gleich wieder raus. Ja, nein, doch nicht. Hallo? Wo fährst du hin? Trostberg.
fährst du jetzt hin? Ah, jetzt konnte ich es erinnern. Ich habe mir jetzt auch mal ein zweites Depot geleistet. Oh ja, oh. Hier steht schon ordentlich was an den Fahrgästen. Das dauert noch ein bisschen, bis mein Zug da überhaupt mal ankommt. Los. Jetzt fährt er erstmal nach Hahn. Okay. Ich kann kein Postauto kaufen. Hast du das Passwort eingegeben? Ja, jetzt geht's. Das Großberg, Berger Leuchtturm starten. So, das, damit ist die Stadt auch angeschlossen. Ah, Alter, geh weg, du Mücke. Rasse hier aus. So, freie Kapazität. Ja, also anscheinend ist das tatsächlich so. Rot ist, wenn viel Kapazität frei ist. Und grün ist, wenn es komplett ausgelastet ist. Also genau andersrum. Ja gut, oder? Ich guck mal hier, was der... Rot ist, man macht wenig Gewinn. Grün ist, man macht viel Gewinn. Durchsatz. Da wird hier noch gar nichts angezeigt. Wo kannst du das denn sehen hier? Ich sehe das jetzt gerade nicht. Was denn? Du hast oben drüber, über links oben steht... Achso, da ist ein Haken zum Reinmachen, ja. Genau, Transportnetz und dann freie Kapazität. Ja gut, bei dir ist ja noch nichts gefahren, deswegen kann er da noch nichts anzeigen. Wo mache ich denn? Aber bei mir zum Beispiel zwischen Berka und Meran und zwischen Berka und der... Achso, Transport ist... Der Dings da. Oben ist das angeschlossen, dann können sie auch darüber... Achso, jetzt habe ich natürlich sehr viele Hops drin, das heißt, die müssten von dort... Auf wie viel hat man die Hops eingestellt? Von dort einmal umsteigen, zweimal umsteigen, auf 20 stehen die. Dreimal umsteigen, viermal umsteigen, fünfmal umsteigen, sechsmal umsteigen. Na gut, dann geht's ja noch, bis nach Rösrath. So, ja, wie machen wir weiter? Fahren wir die... Berka wird, glaube ich, meine Hauptstadt. Das ist jetzt alles für Berka. Wir unbedingt Trostberg. Genau, Rösrath war die größte Stadt, deswegen sollte ich vielleicht Rösrath anschließen und Wildeshausen war die zweitgrößte Stadt. Aufpassen. Das sollte man vielleicht auch anschließen. Wie komme ich denn am besten von... Ach, ist gar nicht so weit. Ich muss mal ganz kurz die Finanzen angucken. Das kennt man ja bei mir auch schon. Oh, 19.000 laufen am Monat. Also meine Eisenbahn muss jetzt mal anfangen, hier Gewinne zu machen, weil du hast dasselbe wie ich verdient. Aber ich bezahle einfach mal das Fünffache an Instandhaltungskosten nächsten Monat. Wie viel hast du denn? 100.000 schon? Instandhaltung? 95. Oh, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber ich weiß jetzt aber auch nicht, warum mein blöder Zug hier jetzt erstmal wieder hochgefahren. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Weil das sollte eigentlich jetzt unten meine zwei Städte da anfahren. Und es warten auch schon ordentlich Fahrgäste bei mir. Also das ist nicht das Problem. Wenn ich hier reingucke, dann habe ich 17 in Hamburg. Da kommt schon gut was zusammen. Mal gucken, wie lange ich mit dem einen Zug da auskomme. Da kommt er angetickert. Was haben wir hier? 8 Fahrgäste, 4 sagt Post. Die wollen aber alle in die andere Richtung. Meine Zuschauer werden sich wahrscheinlich wundern, weil ich hier jetzt gerade ein komplett anderes System fahre, als ich eigentlich das immer mache. Weil ich hasse ja immer diese schrägen Straßen. Was hier? Guck mal, da kann ich mal eine Kleinigkeit hinbauen. Baue ich mal hier oben auf dem Berg. Das ist nämlich was wir beide brauchen. Ist aber erstmal nur eine Kleinigkeit. Oh, Rösrath ist natürlich... Oh, nee, warte mal. Ich kann Rösrath mit einer einzigen Haltestelle komplett anbinden. Machen wir mal hier so in deine Richtung so ein bisschen, in meine Richtung ein bisschen. Damit das passt. Was machst du denn da gerade Schönes? Ich baue jetzt hier gerade einen Übergangsbahnhof, also eine Bushaltestelle als Übergang. Dass wir Fahrgäste schon austauschen können. Das mache ich mit der öffentlichen Hand aber direkt, ne? Ja, genau. Das hat man ja so abgesprochen. So, dann hat jetzt jeder hier ein paar Felder, wo er ranbauen kann und... So, von ich werde
Kreuzberg nach Rösrath. Erstmal da. Muss halt Bescheid sagen, wenn du oben anschließen willst, dass ich das dann auch mache, ne? Warte, ja, ich mache jetzt Trostberg fertig. So, Trostberg. So, dann mache ich die Bäume mal groß. Ah. Weil die Bäume hier auch hübsch sind. Ey, Alter, wo kommen diese ganzen Mücken her? Verdammt, ich wollte meine Städte umbenennen. Habe ich jetzt natürlich ja, das komplett ist, vergessen. Ja, das ist mir auch erst eingefallen, als ich schon Sachen gebaut habe. Shit, okay. So, Großberg, Großrad, ja. Starten. Noch kein Fahrplan vorhanden. Und wir fahren eine Runde mit meiner Dampflokomotive, mit der BR01. Wieso ist da noch kein Fahrplan vorhanden? Achso, ich habe eine Linie erstellt. Ohne Stopps. Ich habe die Stopps da reingemacht. Großberg, Großrad. Jetzt sind die Stopps drin. So, von dem Depot aus, ne? Großberg, Großrad starten. Post. Großberg, Großrad starten. Ich glaube, wenn der Zug erstmal voll ist, dann verdient er auch Geld. Ansonsten hänge ich noch einen Fahrgast. So, wir kontrollieren mal. So, die hat Auslastung 20%. Die hat 7%, die hat 0%, 11%, 0%, 0%. Aber hier stehen schon 9 Passagiere. Ah, sehr schön. Achso, habe ich die Via Menge nicht an? Nee, ich habe Via nur an. So, Via Menge. Flüssiger. Tatsächlich bei der Mitfahrt läuft das Packset relativ unflüssig. So, und dann würde ich jetzt noch gern irgendwie Wildeshausen anschließen. Und dann können wir langsam starten, uns hier alles. Es geht ja erstmal nur um Austausch, weil das sind ja alles Fahrgäste, die in die übrigen Nahverkehrsmittel einsteigen, weil das sind ja, also bei mir sind ja jetzt angeschlossen 2, 4, 6 Städte, bei dir sind es auch schon 6 oder was, ne? Bei mir sind es jetzt aktuell 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt meine noch Wildeshausen, dann sind 6. Na, ich will jetzt erstmal gucken, wie das mit meiner Bahn dann läuft und dann wäre bei mir als nächstes Neuruppin vielleicht erstmal dran. Ja, ich muss irgendwie gucken, dass ich schnellstmöglich da oben links in die Ecke komme. Wenn du mal so guckst, da... Das ist von Rösrath links rüber, da oben links in der Ecke, da ist wirklich gar nichts, aber da ist eine 600er Sehenswürdigkeit, also eine riesengroße Sehenswürdigkeit und die würde ich, schon ganz gerne. Gut, dass du mich gerade daran erinnerst, ich habe hier drüben auch noch wohl irgendwo welche. Oh, ich bin jetzt bei Synchron. Da war das Ding. Online spielen. Okay, dauert jetzt einen Moment. Verdammt, jetzt hat mich auch so ein Glück erwischt. Oh, nee. Diese Drecksviecher. So, nochmal. Kann nicht wahr sein. Oh, jetzt aber zackig hier. Oh, übertrag schneller. Zeit ist Geld. Und Geld habe ich nicht. So, ja. Geld und Sex sind Sachen, über die redet man nicht. Man hat oder nicht. Meine Meinung. Komm mal, Apollo-Tempel ist da bei mir. Der ist bei mir. 240. Zweiter Apollo-Tempel. Ist der bei mir? Auch bei mir. Alter, ich sehe ja gar nicht so blöd aus hier mit den Attraktionen, ne? Nee, du hast sehr viel auf dem kleinen Haufen da. Ja, das sind... Aber halt sehr viele kleine. Also zwei große habe ich da oben irgendwo. Okay, ich kann gerade nicht hören. Ich bin schon wieder nicht synchron. Ich muss mal die Karte hier zu machen. Ja, es ist... Hier gucken, da ist noch irgendwo was. Jetzt geben wir meine Karte gleich zu. Das mit der Synchronität ist natürlich ein bisschen sehr bescheiden. Muss ich nochmal gucken, dass ich da vielleicht für die nächsten Folgen nochmal was hinkriege. Ja, muss man mal gucken, wie das da aussieht. So, komm schon. Und fertig.
Kartenspeicher, einmal Karte laden. Oh, da ist er ja. Mal rein, bis ich das Ding hier finde. Da ist eine Mühle. 33, das lohnt sich gar nicht, die Dinge anzuschließen. Auf jeden Fall nicht mit Aufwand. Was haben wir hier? Ein Brunnen. Ein Brunnen im irgendwo, im Nirgendwo. Also das wäre ja eher eine Stadtattraktion, als dass man das da... Da ist noch ein Brunnen. Na, weißt du, ich glaube, es könnte auch am Teamspeak liegen. Ja, das könnte sein. Mag ich es aber nicht beschwören. Ja, dann müssen wir jetzt für die nächste Folge mal gucken, ob wir das mal auf meinen Griff kriegen. Aber normalerweise dürfte es an Teamspeak nicht liegen, weil über Skype haben wir schon mal zu viert aufgenommen und dann lief es auch relativ stabil. Genau, über Skype. Das ist nämlich. Bei Skype komprimiert die die Sprachdaten. Und das und Teamspeak hat da deutlich höhere Sprachdaten, nicht dass das dann. Ich kann mich mit Voice Chats nicht aus. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall mal hier gucken, was meine Töf da macht. Oh, 24 und 4. So, jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht sollte ich Wildeshausen. Eine ganze Ecke bis nach Hamburg. Ah, Wildeshausen kriegen wir rein. Das sollte ich dann vielleicht direkt über Meran anschließen. Wenn wir da, weil von da aus gehe ich dann auch über den Übergabebahnhof. Also nicht wundern, dass er so nah bei dir ist, aber es ist tatsächlich so, dass da die 150 schon ist, ne? Ja, das ist ja, das ist nicht so schlimm. Fange ich da mal an zu bauen. So, die Linie ist da und das ist... Das wird nachher irgendwann mal eine Autobahn. Weil Post wird nämlich nachher bei mir komplett auf die Straße verlagert. Das ist auch ein Meran. Ja, ich überlege gerade, warum kommt mir Meran so bekannt vor? War nicht in Meran, ist da nicht hier Michael Schumacher verunglückt? In Meran? In Silverstone ist er verunglückt. Nein, du meinst mit dem Skiunfall. Genau. Also, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, das war Meran, deswegen kommt mir das die ganze Zeit so bekannt vor. So, starten. Ich habe jetzt Wildeshausen auch dran. So. Und dann würde ich jetzt fast behaupten, dass ich jetzt so langsam zur Übergabe gehe. Ja, ich habe schon angeschlossen. Also mein Bus, der fährt da theoretisch schon hoch, wenn du anfängst da anzuschließen. Und bringt Post und Fahrgäste nach oben, ne? Ah, komm. Das mache ich lieber so. Oh, nicht mehr so groß. Immer wenn du redest und ich genau bei deinem Reden die Taste loslasse, dann fliege ich raus. Dann werden wir beim... Achso, hast du... hast du nicht Sprachaktivierung drin dabei? Nein, ich meine jetzt, wenn ich jetzt am Bauen bin. Also gerade bei der Straße, die Straße beim Bauen loslasse und du bist gerade am Reden, dann fliege ich komischerweise raus. Müsste man mal testen, ob das wirklich so ist. Dann sollten wir es vielleicht in der nächsten Aufnahme dann... Mit Skype machen. Über Skype machen. So, ich würde sagen, ich schließe jetzt noch das Ding da an und dann sollten wir so langsam auch mal wieder zum Ende kommen. Achso, mein Passwort. Ich beobachte meine Töfter hier noch. Und denk dran, dann voll werden. Nicht drück den richtigen Knopf dann. Ja. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. 63 und 12. Also meine Töf, die fährt. Die fängt jetzt auch an, irgendwann dann bestimmt Gewinne zu machen. So, neue Linie. Und okay, ich bin rausgeflogen. Dann würde ich sagen... Sehen wir uns in der nächsten Folge. Genau. Von mir gibt es bis dahin wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Auf Wiederschauen und... Wie immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, genau. Ciao. Ciao.